Nene, sag nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats, bist in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Post, dann sing Nene, Nene, Nene. Und ist es im Herbst sehr feucht, breitet sich das Moos über den gesamten Baumstamm aus. Ein gemeiner Spion. Rapper Zappa muss ihn vernichten. Rapper Zappa, der Held des Universums! Mama! Mama! Ja, und jetzt der 6-Stunden-Rapper-Zappa-Marathon. 6 Stunden im Rapper-Zappa-Himmel. Peter? Henry? Mama, Henry, lasst mich nicht fernsehen! Ach, Henry, sei nicht so gemein. Ärger dich nicht, Peter. Schau mal. Hey, toll! Gehen wir spazieren, dann kann ich sie ausprobieren. Spazieren? Nein! Gute Idee, das machen wir. Nein! Doch, Henry, wir machen jetzt einen Spaziergang. Nein! Kein Regen? Kein Schnee? Kein Hagel? Mist! Eltern machen nie lustige Vorschläge wie Henry macht den Fernseher an und schaut Rapper Zappa Marathon. Niemals. Sie sagen immer furchtbare Sachen wie Henry, wir machen einen Ausflug. Du brauchst dich gar nicht zu verstecken, Henry. Los, komm. Das geht nicht. Ich muss hier bleiben und Rapper Zappa gucken. Red keinen Quatsch, Henry. Los, steig schon ins Auto. Hurra! Ins Auto? Wieso fahren wir? Der Park ist doch gleich um die Ecke. Wir machen einen richtigen Ausflug. Wir fahren aufs Land. Aufs Land? Nein! Da jagen uns bestimmt große, menschenfressende Hühner. Gehen wir doch einfach einmal um den Block. Nein, du steigst jetzt ein, Henry. Glaub mir, das wird dir noch leid tun. Wir hätten auf Henry hören sollen. Wer konnte ahnen, dass unser lieber Henry menschenfressenden Hühnern zum Opfer fällt? Ich esse nie wieder ein Omelett. Henry? Rein! Nein, ich wohne in der Stadt. Ich fahre nicht mit. Komm sofort her! Jetzt schnall dich an und benimm dich endlich. Mal eine Waldtaube. Gehen wir, Henry. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Na schön, aber bei jedem Schritt, den du nicht mitgehst, ziehe ich dir 5 Cent von deinem Taschengeld ab. 5 Cent weniger, 10 Cent weniger, 15 Cent weniger, 20 Cent weniger. Und dafür muss ich den Rapper Zappa Marathon verpassen? Schwer zu überleben. Mama, Henry hat mir mein Fernglas weggenommen. Henry, gib's ihm zurück. Oh, ich kann gar nichts sehen. riecht mal die frische Luft. Ich riech nur etwas, das stinkt. Hättest du nicht warten können, Peter? Mama, sag Henry, dass ich nicht stinke.
Hör sofort auf damit, Henry. Weißt du was, Henry? Such mit Peter doch etwas für seinen Biologieunterricht. Genau! Aber das ist doch ein Wespennest. Die stechen doch, oder? Nicht, wenn man ihnen was vorsingt. Sowas hat keiner. Dann kriegst du bestimmt eine ganz tolle Note. Oh! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous. Sing, Peter, sing! Sonne les Martine, Sonne les Martine. Peter! Komm von dem Wespennest weg! Schon gut, Papa. Ich sing ihnen was vor. Henry hat gesagt, dann stechen sie nicht. Sonne le Martine. Peter, nicht! Natürlich stechen sie. Komm jetzt da runter. Wie kannst du nur so etwas Schreckliches tun, Henry? Papa wollte doch, dass ich ihm etwas für den Biologieunterricht suche. Und das habe ich gemacht. Etwas Ungefährliches. Oh, davon hat er aber nichts gesagt. Los, Henry, gehen wir zum Teich. Das ist es. Genau. Je schneller wir an dem blöden Teich sind, desto schneller kann ich zu Hause Rapper Zappa sehen. Juhu, schneller, das macht Spaß. So gefällst du mir schon besser, Henry. Hui, ab zum Teich. Bremse. Na los, du Schlafmütze. Der Letzte am Teich ist dein lahmer Esel. Ich sehe den Teich. Hier ist eine Abkürzung. Los, kommt. Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, dormez-vous. Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ich verpasse Rapper Zappa. Wie kriegen sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, komm schon! Das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Oh. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Nee. Henry, lass das. Du machst ihn nur wütend. Na und? Er ist doch eingesperrt. Oh je. Wir müssen schleunigst hier weg. Da lang. Können wir jetzt wieder heimgehen? Oh, du hast dich ja richtig erkältet, Henry. Du bleibst schön da sitzen und ruhst dich aus. Ja, Mama. Das nächste Mal gehen wir lieber wieder in den Park. Jetzt sind meine Gummistiefel ganz dreckig. Dann darfst du sie eben draußen nicht mehr anziehen. Und jetzt habe ich immer noch nichts für meinen Biologieunterricht.
Wie wär's denn damit? Nein, tu den weg! Und hier kannst du noch ein bisschen Wasser vom Teich für ihn haben. Nein! Und gleich seht ihr eine weitere Folge von Rapper Zappa. Ja! Los, Rapper!